Geburtstagsfeier in den Eisbach Filmstudios. Die ARD-Serie Marienhof feierte in München die 500. Folge. Und neben allen Schauspielern waren auch Boyzone dabei, denn sie haben einen Gastauftritt in der Jubiläumssendung. Und wir möchten dem Marienhof-Team ganz herzlich zur 500. Episode gratulieren. Die Bravo-TV-Megapreisgewinnerinnen standen beim Fototermin ganz vorne. Josephine aus Thüringen hatte ihre beste Freundin Juliane mitgebracht, beide riesige Boyzone-Fans. Wir sind in diese große Halle hier gekommen, die Eisbach-Studios, und da waren halt die ganzen Schauspieler vom Marienhof hier und Boyzone und eine riesengroße Party und große Stimmung hier. Höhepunkt des Tages war für die Schülerinnen das Treffen auf der Bühne. Beide sprechen gut Englisch und so war die Unterhaltung mit den Traumjungs kein Problem. Die relaxte Atmosphäre gefiel auch Steven, Ronan, Mike, Heath und Shane. Wir möchten wissen, wer unsere Musik hört und unsere Platten kauft, denn die Fans haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Deshalb mögen wir es, sie zu treffen und mehr über sie zu erfahren. Das ist total wichtig. Und so nahmen sich die fünf auch Zeit für Autogramme und viele Fotos. Sie erzählten über die Aufnahmen für ihr zweites Album und den großen Erfolg ihrer Songs in Europa und Asien. Die Girls waren überwältigt. Irgendwie konnten wir es bis gestern noch gar nicht so richtig glauben, weil Boyzone, Fernseher, Zeitung und wir sollen dann einfach so neben denen stehen und uns mit denen unterhalten. Aber naja, jetzt haben wir es gesehen, jetzt glaubt es schon. Direkt im Anschluss wurde mit den Arbeiten zur 500. Folge begonnen. Juliane kamen die Tränen, als Ronan die aktuelle Single für die Filmkameras anstimmte. Boyzone machte das Konzert mit über 300 Statisten viel Spaß. Wer weiß, ob wir nach unserer Musikkarriere nicht Schauspieler werden. Bei Steven weiß ich, dass er sich sehr für Filme interessiert. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Aber im Moment steht das gar nicht zur Debatte, denn alles, was wir möchten, ist, zu unserer Musik auf der Bühne zu stehen. Am kommenden Donnerstag könnt ihr die spannenden Ereignisse rund um das Konzert beim Marienhof sehen. Juliane und Josie hatten ihre Lieblingsband Boyzone zum ersten Mal live erlebt. Also es hat wirklich alles zusammengepasst und die haben wirklich was drauf, die Jungs können singen, können tanzen und bringen auch die Show gut rüber, ihre Mimik und Gestik. Da wird man richtig mitgerissen. Also wir waren schon ziemlich glücklich da in der ersten Reihe und es war auch sehr schön. Die Marienhof-Kulisse stand als nächstes auf dem Programm. Zwei Darsteller der Serie erklärten alles. Die Idee mit dem Gastauftritt begeisterte alle Beteiligten. Wir möchten versuchen, noch mehr Zeit in Deutschland zu verbringen. Und der Marienhof-Auftritt war ein toller Auftakt. Und es ist natürlich ganz was Tolles, wenn so eine erfolgreiche Band, eine der erfolgreichsten Boygroups der Welt, bei uns mitspielt. Ja, das ist eigentlich schon erfreulich. Und hat auch riesen Spaß gemacht. Dann überzeugten sich unsere Gewinnerinnen noch davon, dass in Silos Kebabladen nicht alle Lebensmittel so echt sind, wie sie aussehen. Und das war das Ende eines actionreichen 500. Geburtstages. Tja, jetzt sind wir schon in München am Hauptbahnhof und wollen jetzt heimfahren. Und der Preis, also das Treffen mit Boyzone, ging wirklich super schnell vorbei und es war ein fantastischer Tag. Also dann, ciao. Tschüss.